Hallo und willkommen zurück zu Shining Resonance. Wir wollen zu Rian, zu Rina, die einem Trupp kaiserlicher Soldaten gegenüber steht und sich bestimmt über unsere Hilfe freut. In der Stadt haben wir alles erledigt. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal die Statuen-Quest abgegeben und dementsprechend sind gar keine Quests mehr offen. Also doch, natürlich diese, wo wir Artefakte oder so sammeln sollen, irgendwelche musikalischen Sachen da. Enemy Das approaching. schon. We've been spotted. Inzwischen sind wir übrigens Level 13. Und in Sachen Trades habe ich doch nochmal was geändert. Und zwar mochte ich das nicht, dass das dieser negative Effekt war. Um das wegzukriegen, habe ich das hier geändert. Also der war erst auf Port Protect. Und ich habe es dann bei Sonja so gelassen mit Foot Overlooks. Und da sieht man auch bei Foot Overlooks, da ist so ein blaues Symbol daneben. Also eigentlich sollte es einen blauen Effekt geben. Und der beißt sich dann wohl mit unserem Orangen oder wie auch immer. Jedenfalls, wenn ich hier irgendwas Graues nehme, dann passt es wieder. Mal gucken, was da jetzt bei rumkommt. Get ready. Here they come. Enemy approaching. Blick auf die Karte sagt mir We've been spotted. auch alles so simple Regionen hier. So, da sind wir im Elmorwald. Ich frage mich, was geschehen ist. Das Gras ist ganz zerrissen und es sind auch abgebrochene Zweige, als ob ein Sturm durch dieses Gebiet gefegt wäre. Diese Zeichen entstehen durch Windmagie. Rinna hat bestimmt gegen Kaiserliche gekämpft, von denen sie verfolgt wurde. Ja, dann muss sie ja weiter vorne sein. Wir müssen uns beeilen. Okay. Soll ich ein bisschen was sammeln bei der Gelegenheit? Kämpfen habe ich jetzt keine große Lust vorher. Mal sehen, ob wir hier so durchkommen. Oh, die sind auch Level 13. Enemy approaching. Ah ja. Get ready. Here they Da come. sind sie. Ja, da kann man schon sehen, dass das unser nächstes Partymitglied wird, oder? Sorry, but I'm not going anywhere. And if that means I have to fight you all myself. Rinna, my dear, the cavalry has arrived. Fromage, it's about time. Sorry we took so long, Rinna. Lady Kirika, Sonia, and you, This is Yuma. We'll all do introductions later, okay? First, we have to get moving. Right. Let me show you just what a Dragoneer is capable of. The winds play lonely melodies, gathering their voices unto the rising storm. Come, you face Rinna Mayfield, the Whirlwind Sylph. Das ist ja auch lustig, dass sie mit ihrer Tuba oder was es sein soll, ausgerechnet Windmagie macht. Ne? My harmonic winds will slice apart everything in my path. Okay, geht direkt los mit einem Rinna-Tutorial. Okay, ist also keine Trumpet, sondern eine Trumrod, mit der Rinna kämpft. Also eine Tromrute sozusagen. Sie ist gut, was offensive Magie angeht und Heilung. Sie überragt,
bei der Unterstützung der Frontlinie. Ihr Break Attack macht Lichtschaden, explodiert beim Einschlag oder nach einer bestimmten Zeit. Ja, wir sollen das neben den Feinden platzieren, um deren Bewegungsradius zu reduzieren. Ich werde ja jetzt Rinna nicht selbst spielen, das muss ich schon alleine hinkriegen. Moment mal. Ah, da kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. Ich dachte, ich wollte Rinna sonst nochmal eben einstellen. Ach so, jetzt habe ich Rinna als Leader. Okay, ich muss Rinna spielen. Eieiei. Mal gucken, was hat sie denn? Gut, also ich mach mal Kreis und X. Also ich komme mit Rinna überhaupt nicht zurecht. Ich wüsste noch nicht mal, wie ich jetzt andere Charaktere heilen könnte. Ja, aber zum Glück hatte ich ja starke Kampfgefährten. That was close, but it looks like everyone's okay. Und ich glaube, wenn Rinna vom Computer gesteuert wird, dann kann sie auch ihr volles Potenzial ausschöpfen. Now for you. Yuma, right? I haven't formally introduced myself yet. I'm Rinna. I'm Lady Kirika's servant. Oh, and a Dragoneer of Welland, just like her. Pleased to meet you. Likewise. Ja, Rinna scheint wohl der Sonnenschein denn in der Party zu sein. Aww, the innocent type, huh? Too cute. Rinna. Please don't disrespect his radiance like that. Ja, schön, dass Yuma seinen eigenen Wachhund hat. His raid? Oh, I see. Right. Well, if that's the case, I look forward to getting to know you. Maybe you and I can still have a little fun together later, though, Rinna? Tormenting the poor boy aside, isn't it about time you brought us up to speed? Right, yeah. So, Imperial activity's been on the rise lately. Almost like they want to be caught moving troops around. I couldn't let it pass, so I came to investigate. And found their patrols a little tighter than usual. Like they're out here looking for something, or... Ja, ich weiß auch, wonach die suchen. Die suchen nach Yuma. Deshalb gibt es hier so viele Patrouillen, weil die halt Hoffnung haben, Yuma hier irgendwo aufzulesen, oder? Or waiting on something, huh? Yeah, there's still a pretty big group tromping around the forest. I think the scouts chasing me belong to that unit. Lead with that detail next time. What were you thinking, kicking a hornet's nest like that? What was I thinking? I mean, we can't just let them off the hook, and they won't come to us, so we should go to them, right? So reckless. Not really. Look, we have two whole Dragoneers with us now, between me and Lady Kirika. Oh, I get it now. You want to do the thing. Yep, the thing. Lady Kirika, can we? Can we? I don't mind. It's true, it might help us out, but...
Er spuckt schon aus. Hey Sonia, what's everyone talking about? Oh, sorry Yuma, I should have said. They're talking about the Symphonica. Symphonica? Yeah, it's a secret art only Dragoneers know the rituals for, and it's really amazing to watch. I want to be the lead for one someday. That's right, it feels great. And it's like, wow, wow, yay! Okay, es scheint also eine Art Combo-Angriff zu geben, den man Symphonica nennt, zwischen den Dragonern. Still lost, but okay. What she means to say is... I found her! Over here! Ich will jetzt nicht wieder Rinna spielen. Ugh, we've been spotted! No avoiding a fight now! Forgive me, your Radiance. There's no time to explain. But don't you worry now. We'll just have to show you what it's like in action. Oder kann ich jetzt ins Menü gehen? Nein, nein, ich will die nicht skippen. Ja, wir können jetzt tatsächlich Band im Kampf benutzen. Da haben wir schon eine Quest, dass wir 10-mal Band benutzen sollen. Wir konnten es bisher noch nicht, weil wir wahrscheinlich eine Viererparty dafür brauchten. Okay, da haben sich für die Abkürzung was überlegt. Das ist die Kampfhymne der adligen Dragoner oder der edlen Dragoner. Je nachdem, wie man Noble übersetzt. R1 und dann aus dem Menü auswählen. Okay. Während dieser Band-Session hat man verschiedene Effekte, je nachdem, welcher Charakter es ausgelöst hat. So, dann gibt es noch so eine Performance-Leiste, die dann Stück für Stück runtergeht während dieser Session. Und wenn es 0 wird, endet halt der Effekt. Okay, momentan ist Kirika Bandleaderin. Ja, versuchen wir mal. Okay, wir machen jetzt Aurora of the Sun Disc. Ach so, das ist quasi so ein Buff. So wie so ein Bard in der Party, der halt dann mit seiner Musik alle Kampfgefährten stärkt. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall 100% Accuracy. Ja, ich kann nichts weiter auswählen. Dann machen wir das mal. I offer you this song. My heart is fulfilled. I call upon the rhythm of nature. Don't let your guard down. Ja, Rinna ist schon wieder außer Gefecht gesetzt. Genau, ich brauche auch mal Heilung. I'm gonna do it. It seems I must step in. How's this? How's that? How about this? How's that? With healing power. How's that? Yes. Okay, war ganz schön knapp der Kampf. Wenn Yuma auch noch K.O. gegangen wäre, war auf 300 Hitpoints, dann hätten wir den wahrscheinlich verloren, den Kampf. Wir haben Rinna gefunden und die Kaiserlichen besiegt. Also sollten wir jetzt zurück nach Marga gehen. Lady Kirika, warte. Ich möchte noch den Feind weiter untersuchen. Warte, Rinna, es ist zu gefährlich. Aber wir haben doch Yuma und die Kraft des Shining Dragon. Also können wir doch unser wahres Potenzial als Dragoner entfalten. Ammonix benutzen die Kraft der Drachen. Also können wir mit dem Shining Dragon in Resonanz treten und supermächtig werden. Ich meine, wir haben doch diese Feinde sehr leicht besiegt. Du bist nach 5 Sekunden K.O. gegangen.
Ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ungestüm ist, jetzt voranzuschreiten. Ja, Rihanna hat ein Argument. Wir müssen die Situation begreifen, also unterstütze ich die Entscheidung, weiterzugehen. Hoffentlich kriegen wir ein Lagerfeuer. Ja, das ist meine Sonja. Du begreifst es. Was meinst du, Lady Kirika? Naja, wenn Sonja zustimmt, habe ich keinen Grund, dagegen zu stimmen. Lass uns nur sehr vorsichtig vorgehen, wenn wir weiter in den Wald gehen. Geben wir immer die Magie. Ich hoffe, ich kann sie gleich irgendwie wiederbeleben. Okay. Nee, sie kann ja auch heilen. Also ich finde Unterstützung für Yuma immer ganz gut. So ungestüm, wie ich vorgehe, ist es gut, wenn ich geheilt werde. Okay, nochmal so durchklicken. Guck mal, er hat jetzt Innocent Boy. Und wenn ich jetzt bei Sonja was ändere, dann wird es da wieder nicht mehr passen. Okay, wir lassen es mal so. Drains MP. Achso, dann kriegt sie selbst natürlich MP. Das ist, wenn die KI sie spielt, natürlich sehr praktisch. Und die anderen Sachen wären Poison und Decrease Attack. Ja. Decrease Defense. Nee, wir lassen das mal so. Ich glaube, ich habe auch was zum Wiederbeleben, oder? Nö. Wo soll ich denn jetzt hin? Okay, deshalb teste ich mal, ob ich jetzt da weiter könnte. Enemy approaching. Get ready. Wahrscheinlich nicht. Here they come. Doch. Okay, ist das die Umgehungsstraße hier? Ein dickes Monster. Nee, ist nicht die Umgehungsstraße. Ich will hier nicht sein. Forest of Giants. Das heißt, das dicke Monster ist dann bestimmt auch ein Giant. Ich will jetzt erstmal Rinna wiederbeleben. Yes. Das ist ein Event. Oh, ich werde wahnsinnig. Ich glaube, es hat niemand was dagegen, wenn ich eben zu einem Camp gehe. Bringt doch so nichts. Das kann das Spiel ja auch nicht ahnen, dass ich so schlecht bin. Und mit Rinna nicht umgehen kann im Kampf. We've been spotted.
Ich muss ja nicht in die Stadt zurück. Wir wollen ja nur nicht in die Stadt zurück. Es gibt aber hier noch ein anderes Camp. Get ready. Here they come. Warte mal, was warst du eigentlich gerade hier? Ach, du warst die, ja, alles klar. War kein neues Monster. Wenn wir nur zu dritt kämpfen, können wir auch Band nicht einsetzen. Get ready, here they come. Get ready. Ja, wir sind gleich am Lager. Hier in dieser Region ist es schon. We've been spotted. Enemy approaching. All right. I'm bored. Welcome. Es gibt keine neuen Quests. Take your pick. Ja, das. Ich sollte mir vielleicht mal einen davon kaufen. Da können wir den herstellen am Camp. Das gucke ich vielleicht mal in. So, Spirit Seedling hieß das Ding. Nee, dafür brauchen wir Elmore Wasser. Da können wir was Neues herstellen. Max MP plus 10%. Das lohnt sich, denke ich. Alright. Nochmal Attack plus 10%, das wäre dann was für Sonja. Wäre eine Möglichkeit. Oh, das ist, glaube ich, gut. Dass sich hier BPM schneller steigert. Alright. So, bei diesen Sachen, da weiß ich nicht genau, da gehört diese Giant Weapon dazu. Das ist irgendwie ein seltenes Teil, was wir irgendwo von der Quest bekommen haben. Ich kann also nur eins von den beiden basteln. Hier sind dann Break Attacks 15% stärker. Und hier machen wir mehr Stumbling, wenn wir mit einem Break Attack treffen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich würde eher zu diesem Stumbling tendieren. Aber ich traue mich noch nicht. Okay, das hier mit den Flying Monsters, das könnte man dazu nutzen. Ja, wenn man jetzt einen Bossgegner hat, der halt fliegt, könnte man das eben umrüsten. Aber dann kann ich es auch noch dann entsprechend craften, denke ich. Das machen wir jetzt nicht. Okay, Sonja, Rinna wollte gar nicht mit uns reden. How's it going? Welcome. Take your pick. This one. Thanks. Have a nice day. Warte mal, was war da noch? Welcome. Jetzt ist eine Quest da. Dragonfly-Extrakt haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist neu. Mache ich dann. Also ich nehme sie jetzt mal an. Ich mache sie dann bei Gelegenheit. Have a nice day. Gut, zwischenspeichern, dann gehen wir wieder zu den Kaiserlichen.
Ich sollte vielleicht auch nicht Sachen ausrüsten. Das war für Sonja gedacht. Achso, nee, habe ich gar nicht genommen. BPM, okay. Das wäre denn was für Kirika. Sie hat ja eh 4 Slots. Und sie ist ja momentan Bandleaderin. Ah, ich denke. Achso, ja, das Tuning können wir hier gar nicht machen, wenn uns das nicht gefällt. Yes! Wir können uns Rinnas Tuning später irgendwann in der Stadt ja mal angucken, ob wir das ändern wollen. So, nee, ich will jetzt nicht kämpfen. Enemy approaching. We've been spotted. Let's get going. Enemy approaching. We've been spotted. Get ready. Here they come. Enemy approaching. Yes. Get ready. Here they come. Okay, Kaiserschroom haben wir schon mehr gelootet. Also hier scheint es dann auch genau dieselben Sachen zu gehen wie überall. Yes. So. Jetzt gehe ich diese Karte aber trotzdem mal ab. Yes. Das ist was Neues. Okay. Hier sieht nämlich das so aus, als wäre da was versteckt. Eine schöne Truhe. Mit. Nö. Das haben wir gelernt, dass man den nicht erreichen kann. Ich meine, wir werden da bestimmt irgendwann hinkommen. Aber erstmal nicht. We've been spotted. Enemy approaching. All right. Yes. Ich mache die Karte nochmal eben größer. Get ready. Da ist nämlich auch noch was. Okay. Ready. Here they come. Yes. So, Wired oder Weird? Was war das für ein Trade? Und wieso ist in der Truhe ein Trade? Ich begreife es nicht. Wired, also tatsächlich verkabelt oder? Okay, das würde dann hier aber nicht passen. Lass es mal. Ja, komm jetzt. Ah, Mist, Mist, Mist. I'll follow your lead.
Ja, mit zwei Heilern eine Party ist echt kein Problem. 170 Erfahrungspunkte ist auch nicht schlecht. Wenn man feststellt, man muss aufleveln. Yes. Get ready. Here they come. There. Let's fight together. I'm glad you're safe. This is it. Let's fall behind again. I'm glad you're safe. Yes. Ich kann ja Feuer sparen. Okay, Twin Head Crest. Auch wieder so ein merkwürdiges Teil bekommen. We've been spotted. Here we go. It seems I must step in. I love it! How about I will defend you. You take this? There! I'll keep you safe. Let's go together. How's that? That will take care of that. There! Take this! I've done it! Woo! Nicely done! So, hier ist ein Speicherpunkt. Das heißt, wir haben gleich einen Bosskampf. Dann schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. We've done more than our share of scouting. Shall we head back? I wanted a better picture of the enemy's movements. I still can't piece together what they want here. Surely we've stayed long past our welcome now? We definitely have. I'm worried too, but it's probably not wise to hang around. Watch out! Oh, Georg persönlich. Who goes? Sensed it before you saw it, did you? Sharp as ever. As expected of Astorian knights. You're quite something, too, to get so close to us undetected. You must be a famous knight yourself. I am. You stand before Georg Zalbard, Sword of the Church, and Captain of Beowulf. And I'm Sonya Blanche, Knight of Astoria. Ha! The Crown Princess herself. A rare honor. I knew you were a cut above the rank and file, girl. Well, thank you, sir. But what brings the Empire's own Night Captain all the way out here? Reports of heavy casualties in the area. I see now a pair of enemy Dragoneers are to blame. Oh, I get it. You're here to fight us off personally, aren't you? That is the idea. Would you do me the honor of crossing blades, Your Highness? Commander to Commander. But of course. Shall we? Ja, wir machen einen fairen Kampf. Georg gegen uns vier, ne? On guard. You too. Here I come. His swings. That blade is so heavy. I can't. What's that? Don't tell me you need a break already. A break? You wish. Ho, ho, ho. Such quick footwork, but not nearly quick enough. That should suffice for now. We'll finish this elsewhere, shall we? Farewell. Hey! Hey, stop! Where do you think you're going? Okay, also doch noch kein Bosskampf gegen Georg, aber das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, denke ich mal. Jetzt haut die nicht etwa ab hinter ihm her. Ist sie bekloppt? Quickly, get after. Oh. Wie blöd kann man sein?
Im Duell war sie eben leicht unterlegen. Und jetzt rennt sie ganz allein hinter dem Typen hinterher. Und jetzt kommt unsere Boss-Arena. What is this place? These are the Glaucus Falls. Some enchantment makes the air frigid year-round here, cold enough to keep the water's surface permanently frozen. Ugh, a dead end? But this is where their trail leads. Am I overthinking it? Ja, ich höre sie schon. What are you trying to do, tucking tail and running like this? You're a knight, aren't you? Fight me like one. Temper, temper, Princess Sonia. Slow down for a moment and appreciate your surroundings. Or did you think I was fleeing like a blinded babe? Nee, er hat sie dahin gelockt. What? It's here. Kirika, what's the matter? It's coming. I can sense a powerful dragon nearby. What is this song? It can't be. Oh weia. Excella mit Drache Nummer 2. Oder Draco Machina Nummer 2. A dragon? I see now. He was baiting us. Zum Glück habe ich Rinna nicht auf Eisangriff umgestellt. Fine work, Georg. For once, the hunted are led right to the hunter. Hey, who's that kind of bossy person? That would be Excella, crown princess of the Lombardian Empire. And she's brought one of the Imperial Draco Machina with her. Based on past experience, this isn't going to be an easy fight. I've made no overtures of violence. In fact, if you render unto the throne what belongs to it, I'm quite happy to leave you alone. Ja. Wenn wir uns ergeben, dann wird sie uns nichts tun, so nach dem Motto. Ja. You can't be serious. Yes. I had a feeling you would say that. I shall instead address the dragon's vessel directly. You, will you surrender yourself to my custody? Natürlich nicht. No way. I'm on Sonia's side now. Hm. Misfortunate. Gebolg, are you prepared? I will be done. I am at your side if you require my aid, Gebolg. Das heißt, Georg kämpft mit, oder wie sehe ich das? Oder nur allein gegen Gebolg? No, Georg. Stand by and let us see how one of my three spears shall fail. Ja, das, warum soll das jetzt anders laufen als bei deinem anderen Speer? Den hauen wir platt. Ah. That will be done. Then go, Gebolg. Have at them. Körperteile zerstören. Ah ja, ich sehe das schon an den Füßen. Okay. Wenn wir... okay, manchmal kann man Körperteile zerstören. Das Timing ist von Feind zu Feind unterschiedlich. Entweder kann man das tun, wenn sie blocken oder wenn sie zaubern. Monster mit zerstörten Körperteilen haben reduzierte Attributswerte oder können dann vielleicht nicht mehr blocken. Gebolg hat eine hohe Verteidigung, aber man kann seine Körperteile zerstören, wenn man ihn während seines Castings in Break-Zustand verbringt. Okay, damit wird seine Verteidigung reduziert. Deshalb sollten wir darauf ausgehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Sehr schön. My thunder, we can do it together.
Watch this! Can you take this? I got this! Take this! It's all my power! How's this? Ich wechsle mal in Band, weil wir da gerade auf Level 3 waren. I offer you this song. The world resonates in my heart. I call upon the rhythm of nature. I hit your wound. Don't steal my thunder. We can do it together. Wie mangelt es mir jetzt an Mana? Ich hatte mal versucht, ihn mit dem Blitz zu breaken. Das war vielleicht keine so clevere Idee. Ich muss jetzt normal zuschlagen, damit ich wieder Mana generiere. Und Sonja zerrissen. Ja, das war's. Das ist blöd angestellt. Das ist ja. Ja. Das müssen wir beim nächsten Mal nochmal machen. Das sind zwei, will ich nicht mehr schaffen. Aber das ist hinzukriegen. Ich habe mich jetzt nur genau in seinen Angriffsradius gestellt, dass er mich da vielleicht töten konnte, obwohl ich nur halbe Hitpoints hatte. Das war unklug. Ich denke mal, nächstes Mal kriegen wir es besser hin. Könntest du jetzt mal bitte den finalen Schlag machen? Danke. Also, dann sage ich mal bis morgen. Macht's gut, Leute. Tschüss.